Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Ultima 9 Ascension. Ja, und wir sind jetzt in Hythloth. Und das ist wunderbar. Und zwar werde ich mir erstmal diesen bescheuerten Schuhen entledigen, die brauche ich niemals wieder. Nämlich niemals wieder in diesem Spiel. Und mitschleppen möchte ich die auch nicht, weil ich eh nicht viel Platz habe. Und ich möchte irgendwie möglichst viele Geldsachen mitnehmen können. So. Jo, was haben wir hier? Nix. Und hier weiß ich nämlich noch eine Sache. Also wir müssen erstmal nach links, sollte ich mich erinnern, ne? Aber gucken wir mal. Hier kommt immer eine Spinne hinter mir. Am Auftauchen, glaube ich. Jetzt. Da ist sie. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Boah, die Nebengeräusche sind ziemlich laut. Na, mal gucken, wie es jetzt wird. Ich glaube, in der Aufnahme sollte es trotz allem okay sein. Meine Stimme gut zu hören sein und alles ist wunderbar. Ja, wie ihr seht, seht ihr, dass hier ein Haufenweise Mist ist. Und zwar, ja, Giftzeug. Und da drinnen schwimmt auch noch irgendwelches Gesocks. Als erstes muss ich mal da vorne rüber. Soweit ich mich erinnere. Okay, ja, warum mache ich das jetzt trotzdem, obwohl das ja alles giftig ist? Das hat schon alles seine Bewandtnis. Okay, hier war falsch anscheinend. Licht? Ja, brauchen wir nicht. Ruhe, ja, brauchen wir auch nicht. Das sieht irgendwie aus wie Gras, was hier... Achso, das ist Absicht, okay. Scheint die gleiche Textur zu sein, wie sonst auf Gras, wo man latschen kann. Naja, nicht sonderlich gut, aber egal. Dann schwimmen wir mal gleich rüber. Weil, bevor das Gift anfängt, halt so richtig stark zu wirken. Ihr seht, ist meine fast gesamte Lebensleiste bereits giftig. Also vergiftet und... Das ist natürlich keine so wundervolle Sache, weil wir wollen natürlich nicht sterben. Aber das hat alles schon seine Bewandtnis. So, wie kann ich nicht vorwärts? Hinter mir ist natürlich ein Hai oder ein Piranha, der mir gerne die Füße abfrisst. Und hier ist ein Heil-Potion. Ach, wunderbar. Naja, okay, und hier haben wir auch noch gleich einen Heiltrank. Den nehmen wir auch gleich zu uns. Und jetzt die wichtigste Sache. Diese Stiefel. Diese Stiefel sind nämlich, ja, ich hätte mal vielleicht, oder machen wir einfach so, dann geht's leichter. Sumpfstiefel. Was bewirken diese netten, süßen, kleinen, niedlichen, wundervollen Sumpfstiefel? Dass ich unverwundbar bin. Richtig, ihr habt's richtig gehört. Unverwundbar. Nein. Aber nur gegen eins, und zwar gegen Gift. DH. Ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich diese beschissenen Piranhas hier ausschalten kann. Manchmal klappt das. Verdammt, wenn ich mich gleich drücke, dann schießt er von alleine. Da hinten ist einer. Ja, da ist auch einer. Mann. Habe ich den erwischt? Ich weiß nicht. Das kann sein. Ah, hier unten ist einer. Ah, hier sind zwei Stück, diese Schweine. Na, egal. Gut, packen wir das Ding wieder ein. Nehmen wir wieder unseren richtig nicen Stab. Ich habe keine Ahnung, warum, ist mir früher nie aufgefallen, aber der Stab scheint doch irgendwie bei den meisten Gegnern wesentlich mehr Schaden zu machen als bei allen anderen. Wenn wir ein bisschen so gucken, können wir unter Wasser sehen. Da sehen wir den Piranha mal auf und zu schwimmen, wie süß. Och, so kleiner, süßer Piranha. Ach, ja. Naja, Piranha, der richtige Piranhas kennt, weiß, dass die etwas kleiner sind als dieser freundliche Kollege. Und wie ihr gesehen habt, bin ich nicht vergiftet worden. So, hier kommt dann gleich wieder die Spinne. Oh, Geld. Eine unendliche Geldquelle, oh Gott, ich bin reich. Ja, das ganze Spiel ist eine unendliche Geldquelle. Von der Seite aus, naja. Gut, jetzt kommt keiner. Ich glaube, nur wenn ich in die Richtung durchgehe, kommt ein Vieh. Aber hier ist noch eine Spinne. Naja, ja, auch nicht. Nö. Geht nicht. Okay, dann nehmen wir halt mal eine Waffe. Ja, und, na? Oh, nun komm. Ich will auch nur eine Spinne töten. Och, ist das blöd. Nun komm, ich will eine Spinne töten. Die hängt einfach in einem unendlich beschissenen, an einer unendlich beschissenen Stelle. So. So geht das. Gut, dann wieder F5. Ja, ist passiert. Habe ich gar nicht mitgekriegt gerade. Ich war verwirrt. So, wir haben schon mal die Stiefel. Das ist schon mal schön. Da sind die anderen Stiefel. Habe ich jetzt eigentlich was vergessen? Ich weiß gerade gar nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Egal, wir suchen natürlich jetzt Zeugs. Und zwar ist hier Spinnenseide. Ich kann mich gar nicht mehr genau an dieses Dungeon erinnern natürlich. Ist alles schon eine ganze Weile her, wo ich es gespielt habe. Ich weiß nur, dass ich es immer sehr, sehr mochte, weil mir die Rätsel hier gefallen haben. Hier sind nochmal hoffenweise Spinnen. Und ich werde hier wahrscheinlich viel vergiftet sein. Achso, ja, übrigens, Vergiftung nur gegen, also normale Vergiftung, nicht wenn mich Gegner vergiften. Also, naja, ist jetzt nicht so tolle, was jetzt hier passiert. Das sind auch nur dreckige Lederstiefel, da sollte ich sowieso mal langsam besser bekommen. Und das war die Schatztruhe, die ich von außen aufgemacht habe. Jetzt wollen wir uns auch nicht mehr rein. Aber hier ist eine Statue drin, und zwar
Müssen wir Platz schaffen. Und die darf jetzt nicht verschwinden. Wenn die verschwindet, dann muss ich laden. Ach, Mann. Ja, hier haben wir doch noch scheiß rumzustehen. Ach, Whisky. Ja, Whisky ist weg. Whisky brauchen wir nicht. Dann nehmen wir mal das Ding mit rein. Rim, 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 Rim. Ja, Statue gefunden. Gut, und Feuer brauchen wir, glaube ich, auch erstmal nicht. Können wir noch ein bisschen Platz schaffen. Ja, Heilung Blitz lassen wir jetzt mal drinnen. Vielleicht komme ich ja nochmal dazu, irgendwo mal einen Blitz einzusetzen. Man hört wieder die Gegnermusik, aber keine Gegner. Also es ist der grün, die grüne Statue. Es gibt hier, weiß ich, wie viele. Ja, und da unten ist ein Ventil. Das sollten wir vielleicht mal drehen. Ja, der Igel dreht am Rad. So. Der Avatar dreht sich nach links. Er ist ein Joghurt. So. Jetzt, ah ja, genau. Das war die Aktion. Dann kann ich da oben hoch. Dort muss ich schon mal die erste Statue raufsetzen. Aber ich glaube nicht, dass das die grüne war. Soweit ich mich erinnere, war das eine andere. Egal, das ist schon mal erledigt. Gucken wir mal, ob hier noch irgendwas unter Wasser ist. Ich glaube, da war Geld, ne? Ist nicht. Nee, ist nur nichts. X, kann ich ein bisschen unter Wasser gucken? Ja, nicht gut. K. So, genau, mit K kann ich nämlich in die Ego-Perspektive wechseln. Aber in der Ego-Perspektive ist auch nichts zu entdecken. Also ist hier unten nichts mehr. Schön. Ja, ja. Gut, dann wollen wir weitergehen. Die erste Statue haben wir ja schon erhalten. Okay, hier ist noch zu. Ja, dann habe ich ja eigentlich gar keine andere Wahl. Nee. Mit dieser Waffe gehen wir nirgendwo hin. Wir wollen unseren geilen Gargoyle-Stab haben. Den wir dadurch bekommen haben, dass wir... Hä? Normalerweise erscheint immer eine Spinne. Heute nicht. Gut. Kann ich auch mitleben. Oder habe ich hier was vergessen? Nee, eigentlich nicht. Okay, hier sind zwar immer noch die blöden Fische drin, aber auf die scheißen wir jetzt einfach mal. Ich kann auch so überleben, ohne mich mit Fischen abmühen zu müssen. Und nur aufwärts hier, Kollego. Knall, knall, knack, knack. Knick, knacks, Nachtigalle, Curly, Trapsen. Yay. Yeah. Hey, ho. Aber das Ding sieht gelb aus. Also irgendwie nicht richtig. Was haben wir hier? Ist da irgendwas drin? Apfel, Toppers? Ah, ja gut. Würde ich sagen, tauschen wir einen von diesen Amethysten gegen einen Toppers aus, weil die mehr wert sind, wenn ich nicht total daneben liege. Außer ich mich erinnern kann, ist das so. Nicht, dass ich mich mit Wirbelstein, mit Edelstein irgendwie großartig auskennen würde. Nein, das tue ich nicht. Aber hier haben wir einen... Aha! Der Hebel, der war der wichtige Punkt, den wir hier oben brauchten. Mhm. Und wie man sieht, wenn ich den da oben drauf stelle, passiert gar nichts. Das ist nämlich nicht der richtige. Das ist nämlich gelb hier irgendwie. Oh Mann. Achso. Ja, okay, fährt von alleine runter. Ich habe jetzt gedacht, ich muss irgendwo einen Hebel drücken. Aber nein, ich brauche nicht mehr raufstellen. Tja, eine wunderbare Erfindung, diese... ne? Genau, ihr wisst, was ich meine. Dieser Fahrstuhl. Fahrstuhl ist das Wort, genau. Schwieriges Wort, habe ich vergessen halt. Naja, okay. Ja, ja, lass mich in Frieden, Penner. So. Gut. Wollen wir weiter gucken? Wir haben einen neuen Weg frei gemacht. Wie gesagt, es gibt einen optionalen Teil. Da allerdings da nichts Wertvolles zu holen ist, eigentlich gar nichts zu holen ist. Und ich glaube, er wurde nachträglich halt raus entfernt. Und nur hat nur ein paar Rätsel. Den habe ich sonst natürlich immer gemacht, so aus Spaß. Aber er ist wirklich nicht sonderlich interessant. Und wie gesagt, der hört halt einfach irgendwann auf. Und dann war's das. Deswegen finde ich ihn jetzt nicht so berauschend. Und deswegen werde ich ihn noch weglassen. Ich habe das Geld gesehen, das ist doch. Gut, wir haben wieder drei Wege. Dieser Weg geht's lang, diesen Weg geht's lang und diesen Weg geht's lang. Wir fangen wieder links an. Weil ich mich nicht erinnern kann, was richtig wäre. Aber ich denke mal, es wird schon passen. Gut, was haben wir hier? Wir haben hier ein Loch. Oh, okay, jetzt bin ich unten drin. Und ich habe natürlich die Waffe gezogen, was natürlich total beschissen ist. Okay, und machen wir mal Sicht von oben. Okay. Okay. Dann wollen wir einpacken. Einmal den hier einpacken. Ja, 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 hör auf zu bimmeln. Ich habe eine Statue gefunden, da steht die zweite. Und dann drehen wir am Rad. Ach ja, ich muss jetzt, weil ich die Waffe gezogen habe, die ganze Zeit immer in den frei bewegen Modus der Maus gehen, weil ich sonst nicht rauskomme. So, und dann komme ich wieder raus hier. Oh, okay, jetzt können wir vielleicht die normale Sicht wieder anmachen. Jetzt kann ich mit der Climb-Taste hier raus. Wunderbar, das ist aber kein Tutorial, sondern ein Let's Play. Also sollte ich vielleicht was anderes erzählen. Ich meine, ich glaube, das hat jetzt auch jeder verstanden, dass ich klettern kann. Ja, von wo bin ich gekommen? Ach so, gibt nur einen Weg. Ja, schön. Dann ist dieser Raum auch beendet.
Und ich sollte jetzt mal langsam irgendwo hinkommen, wo ich starten und loswerden kann. Gehen wir jetzt rechts. Das haben wir vorhin auch so gemacht. Hier drin ist nur ein Durchblick. Ober, warte mal. Da ist eine Schriftrolle. Baum. 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 Was ist denn ditte? Oh, what? A1, A2, A3, A4, B1, B2, B... Ach ja, ich erinnere mich. Okay. Das Ding nehmen wir mal mit. Grund ist, ich schmeiß die Waffe dafür weg hier. Weil die benutze ich eh nicht. Und es gibt wesentlich bessere später. Für zwei Händer, natürlich. Weil die beste Waffe eine Einhandwaffe ist. Okay. Wie war das jetzt dazu verstehen? Kettenbeinlinger nehmen wir. Okay, Hier ist irgendwie keine Rettung in Sicht. Ich habe keinen Speicherstand gemacht. Oje, was machen wir jetzt? Ich habe keine Chance. Oh Gott.